Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Ja, ich habe in der letzten Folge oder nach der Folge noch in unser Buch geguckt. Und wir haben jetzt 4 Inventarplätze mehr. Und alte Magie kann jetzt noch um einen weiteren Platz, also um 3 an, auf 3 Anwendungen ist jetzt hoch. So, und jetzt fliegen wir erstmal ganz in Ruhe und entspannt. Wir sahen auch schon mal besser aus. Ah, hier ist wieder so ein Dingenskirchen, nehme ich mal an. Da ist was zu entdecken. Gucken wir mal eben, was da ist. Revelio. Hier. Kann ich nicht drüber, schade. Wo ist der Eingang? Aber hier komme ich doch durch, oder? Nach unten. Da ist eine Treppe. Contringo! Upsi. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Revelio! Was? Warum? Was hast du schon wieder entdeckt? Ich wollte doch... Warum mache ich nie das, was ich vorhabe? Huch. Ich wollte doch einfach nur zu Sebastian. Okay, was ist das jetzt wieder? Kann das sein, dass die Rätsel immer komplizierter werden? Ich sehe hier das und ich sehe das und... Muss ich... Oh Gott. Da kann sie sich doch durchquetschen. Ich muss irgendwas mit dem Würfel machen. Aber selbst wenn ich den nach hier vorne kriege, komme ich doch nicht da drauf, oder? Hm. Können es mal versuchen. Da sind doch irgendwie Feuersymbole drauf. Muss ich das Ding vielleicht nicht? Oh. Okay, das war jetzt ein bisschen zu stürmisch. Oh Gott, ich mach's ja immer schlimmer. Jawohl. Naja, fast. Ich weiß nicht, wie ich den da zärtlich dran kriegen soll. Contringo! Okay, er brennt jetzt auf jeden Fall von innen. Revelio! Was bringt mir das? Nix. Denke ich. Oh. Ich komme nicht mehr auf das Ding drauf. Ich kann den auch so nicht bewegen. Ah, Mann. Ich weiß auch nicht, wohin mit der Kiste. Ich komme ja nicht da drauf. Ich kann nicht da drauf springen. Doch, kann ich doch. Kann
kann ich denn jetzt da hoch? Na, fast. Oh, da komme ich nicht drüber. Ich weiß nicht, was ich mit der... Nee, komm, wir gehen jetzt weiter. Ich wollte zu Sebastian und machen wir jetzt auch. Wer hier wohl gelebt hat? Ich weiß nicht. Lieschen, keine Ahnung. Ich gucke nur, ob ich hier irgendwo... Nein, wir halten uns jetzt... Oh, nicht damit auf. Ob ich hier irgendwo noch so Schnellreisepunkte finde. Hast dich wohl verlaufen? Ah, nein, habe ich nicht. Lass mich nur... Wer braucht schon Schnellreisepunkte hier oben? Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Kein Zugriff in den Besen oder Reittier. Na toll. Hallo. Wer bist du denn? Muss ich jetzt echt zu Fuß weitergehen? Ich verstehe es gerade nicht. Achso. Fumper. Fumper. Upsi. Na, hat ja fast geklappt. Da wollte ich ganz cool da drüber laufen. Irgendwie renne ich doch jetzt wieder zurück. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Lauf doch jetzt wieder zurück. Oder sehe ich das falsch? Revelio. Ist hier was? Nein. Was will denn jetzt her? Wieder fliegen. Kenne ich die Händlerin schon? Ich glaube nicht. Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Hallo, ich treffe hier während des Schuljahres nicht oft auf Hogwarts-Schüler. Ich bin Priya Treadwell, zu Ihren Diensten. Ich verkaufe eine Auswahl an Reisebedarf. Was verkaufen Sie hier? Dann schauen wir mal, ja? Ihr verkauft alle immer nur das Gleiche. So eine Alraune brauche ich.
Sie werden nicht enttäuscht sein, das verspreche ich. Komm, wir gönnen uns auch noch die zwei Heiltränke. Kräuter weiß ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich etwas kaufen würde. Doch, tust du. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Warte mal, konnte ich die nicht noch Dann irgendwas? Schauen wir mal, ja? Ah, okay, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Hm, gerne, gerne. Aber hier ist kein Schnellreisepunkt. Gut, dann auf den Besen. Und ab dafür. Hui. 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 Sieht interessant aus. Ups, erstmal vor den Zaun gekracht. Hier muss doch irgendwo so ein Dingensbums sein. So ein Schnellreiseding. Da ist noch ein Händler. Freut mich, Sie kennenzulernen. Oh, hallo. Ich bin Porrick Haggerty und das ist mein Geschäft. Wie kann ich behilflich sein? Ich würde Sie gerne etwas über Ihren Laden fragen. Sicher, immer doch. Was würden Sie gerne wissen? Waren Sie in der Koboldmine? Wie lange wohnen Sie schon hier? Was verkaufen Sie? Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Wo ist denn das? Einhornhaar, Phönixfeder, Knuddelmuffar. Okay, der verkauft. Ja, tolles Zeug, aber ich keine Ahnung, was ich damit soll. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Und ich muss mich ja jetzt hier nicht ruinieren, ne? Wenn ich die Sachen noch nicht gebrauchen kann. Aber wieso sehe ich denn keine Schnellreisepunkte? Ja, nichts Rätsel, ja. Okay. Auf und davon. Sieht ziemlich dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Hi ho, Silver. Yippie. Guter Turm. Da kann ich auch wieder nicht lang fliegen, ne? Kann ich hier lang? Jetzt mal, das ist die Koboldmine. Ah, wir sind fast da. Da können wir jetzt zum Landeflug ansetzen. Schub. Oh. Okay. Und ne, warte, wir holen eben wieder den, zumindest den Schnellreisepunkt. Wer hier wohl wohnt? Wer weiß, ob wir noch mal hier hin müssen. Du bist hier. Genießt du die Aussicht? Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood.
Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einer neuen Freundin aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Hier lang. Ich bin gespannt. Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Soll ich jetzt alleine reingehen, oder was? Aha! Sebastian! Wo bist du? Ist das das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Hey. Tut mir leid, das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben, oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst die neue Fünftklässlerin sein, von der Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel ehemaliger Auror ist, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ich gebe mein Bestes. Ich werde zumindest mit ihm darüber sprechen. Danke. Seine Suche nach einem Heilmittel ist leider vergeblich. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Den letzten Nerv. Verzeihung, Mr. Sallow. Oh ja, Sebastians Freundin. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Ich wollte nach Anne sehen. Sind Sie nicht gerade aus dem Haus gekommen? Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Sie wollte sich etwas ausruhen. Man kann nichts für sie tun.
Weiß ich nicht, dem Onkel jetzt zu sagen, es muss doch etwas geben, ist, glaube ich, vergebene Liebesmühe. Es tut mir so leid. Wie ich hörte, konnten weder Schwester Blaney noch das St. Mungo Hospital helfen. Richtig. Mein Neffe glaubt, er weiß es besser als die Heiler. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Hm. Ich weiß nicht, ich will ihm eigentlich gar nicht weiter beipflichten. Bei allem Respekt, aber vielleicht täte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Ich glaube eher... Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ich denke, ich sollte nachsehen, eher, wie es Sebastian geht. Dass der gute Herr uns was verschweigt. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Ja, weiß ich nicht. Ich versuche ihn mal zu beruhigen. Ich weiß, dass er wütend ist. Aber er möchte doch auch bloß das Beste für Anne. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer, als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters, wie eine Beleidigung. Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm. Ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Was kommt auf den Level an? Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Da oben. Auf dem Plateau haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Wie lange sollen wir noch in diesem Schutt herumwühlen? Ranrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwirken. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Oh. Komm, Tringo! Ich werde dich holen. Revelio. Ach, die Kobolde. Wow, 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 wow.
Was machst du hier? Oh, bin ich genau rein. Ich werde dich tun, du wirst die Oh. Jetzt muss ich doch mal einen Halt dran nehmen. Ich gebe zu, das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ich wollte dich warnen. Rebellion. Was ist das? Ich glaube ja. Nee, da. Das, ja, ich hatte auch mit weniger gerechnet. Auf einmal kommt der nächste Trupp noch um die Ecke. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein vorbeilaufendes Kind. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat. Und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall. Aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Renrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Die Waffen erscheinen mir jetzt gerade ein bisschen groß für so einen Rebellion. Kobold. Okay, mit den Statuen hat es anscheinend nichts auf sich. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Komisch, dass das Ministerium nicht mehr tut. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst könnte sich lohnen. Okay, jetzt darf ich also da hoch. Rebellion. Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Halt so.
Okay. Dachte ich. Rebellion! Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Echt jetzt? Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Dingsbums da. Das war das Dorf mit der Dürre. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Die Erinnerung zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter haben mir auch andere Erinnerungen gezeigt. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ist alles ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, ich rede nicht von Quidditch. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Ranrock sie sich zu Nutzen machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Auf jeden Fall haben wir beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Sieh dir das an. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob es etwas blockieren soll? Wir finden es nur auf eine Weise raus. Also. Ah, eine Treppe. Revelio. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Ein Tagebucheintrag von Isadora. Ich sollte ihn aufbewahren. Wer das lesen will, bitte pausieren. Ich überfliege das nur. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Ich würde doch sagen, wir kommen da auch noch durch, oder? Nope. So auf jeden Fall nicht. Oh, Moment. Reparo. Nee, das ist der falsche, den wollte ich nicht. Doch, da. Nein, der, nein, der, nein. Welcher war denn das jetzt wieder? Ich habe den wieder nicht ausgerüstet, ne? Mit dem ich die Möbel da abbaue. Beschädigte Objekte, nein. Das ist das Licht, nein. Das ist Tarn, nein. Verwandlung. Das hätte ich gedacht. Weil da die Stühle sind. Nee, aber ist nicht. Dann versuchen wir es mit guten alten Feuer. Komm, Ringo! Ach
Das hilft nicht. Ich weiß gerade. Erkunde den Keller. Sebastian, du bist mir auch keine Hilfe. Dahinter den Regalen. Du wirst es nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Nein, Dumbo. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen. Wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was das alles bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich möchte fast die Luft anhalten. Das ist ein typischer Teenager, oder? Aber die Geschichte ist echt spannend. Komm, wird fertig. Wir wollen sehen, wie es weitergeht. Denke in schwierigen Kämpfen an das Tab, Werkzeuggrad, Pflanzen und Tränke. Ja, sehr schön. Sehr schön. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Triptychon, hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Was Hilfreiches in der Nachricht? Ein Runensymbol. Bei den Hütern habe ich ähnliche Symbole gesehen. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich konnte keine Spuren bei deiner Schwester entdecken. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Hast du nicht. Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Jo, bis bald, ne? Immer kurz vom Level ab. Eieieiei.
Prestig. Wir haben noch so viele Aufgaben von den ganzen Lehrern. Dann gehen wir jetzt nochmal in unser Geheimlabor. Da ist er wieder nicht. Na, wo war der denn jetzt wieder? Gott! Okay, da war er. Ich hab ihn gesehen. Der Wünsche. Sprechen wir noch mit Deek. Mal gucken, was er noch hat. Deek? Ah, Deek ist so froh, Sie zu sehen. Deek ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Deek hat sowas schon mal gesehen. Deek nennt es einen Schnappsack. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ha, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat, dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Vielleicht sind die Tierwesen bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Deek auch. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was Sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Deek zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Der Schnappsack. Kommen Sie mit. Oh Mann. Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Deek, wenn Sie bereit sind. Okay, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und ich bin gespannt mit den Tierchen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.